Hey yo Leute, Crymax hier und es ist wieder soweit, der Schnee kommt wieder nach Los Santos, das hat Rockstar Games soeben auf Twitter gepostet. Ich werde euch den Artikel jetzt einfach mal im Hintergrund einblenden. Dort hat Rockstar Games einfach geschrieben, dass ein weiterer Schneesturm auf Los Santos zukommt und das alles heute Nacht. Es ist jetzt gerade 3 Uhr morgens am 31. Dezember, ich bin so lange wach geblieben, um einfach zu warten, bis der Schnee kommt. Bis jetzt ist er leider noch nicht da, aber Rockstar Games hat einfach geschrieben, dass er heute Nacht kommen wird, aber leider ohne Uhrzeit, deswegen habe ich jetzt auch so lange gewartet. Bis jetzt ist er wie gesagt leider noch nicht da, ich hoffe mal, dass er dann bis morgen früh da ist der Schnee und dass, wenn ihr dann einfach morgen früh aufsteht, eure Konsole anschaltet, dann eben wieder den Schnee in GTA 5 online habt, wäre auf jeden Fall richtig geil. Und diesmal wird der Schnee auch wieder über 2 Tage bleiben, also am 31. und am 1. Januar werden wir dann eben den Schnee haben und ich hoffe mal, dass diesmal wirklich alle den Schnee genießen können, ohne dass diesmal ein Lizard Squad rumstresst. So wie ich es auch schon angekündigt habe, wird der Schnee eben am 31. Dezember und am 1. Januar da sein. Was auch richtig cool ist, und zwar habe ich ja auch gesagt, dass Rockstar eben sich da auf jeden Fall was einfallen lässt, da einige Spieler ja eben wegen dem Lizard Squad nicht diese Geschenke bekommen haben, wie zum Beispiel die rote Maske. Und Rockstar Games hat dazu nämlich auch was gepostet, das werde ich euch jetzt auch mal im Hintergrund einblenden. Und zwar haben diese gesagt, dass es die Weihnachtsgeschenke auch nochmal über das Silvester Special, also ab morgen wird es diese Weihnachtsgeschenke dann auch nochmal geben. Ist auf jeden Fall alles richtig geil, das heißt, wir werden auf jeden Fall nochmal 2 Tage Schnee bekommen und ihr werdet auch nochmal die Chance haben, diese Weihnachtsgeschenke bekommen, wenn ihr das letzte Mal eben Pech hattet mit dem Lizard Squad. Ist auf jeden Fall alles richtig geil und alles auf jeden Fall Infos, die ich schon mal gesagt hatte, und diese haben sich auf jeden Fall jetzt nochmal bestätigt. Hört sich auf jeden Fall alles richtig gut an. Und ja Leute, auf jeden Fall richtig geile Infos. Ich hoffe einfach, dass, wenn ihr das Video jetzt gerade seht und es ist morgen früh, dass, wenn ihr dann eure Konsole anschaltet, dass der Schnee dann bis jetzt da ist. Bis jetzt hat es leider noch nicht geklappt. Es ist jetzt wie gesagt 3 Uhr morgens, Leute, und ich bin übelst müde. Ich gehe jetzt auch gleich schlafen. Aber ich wollte euch einfach noch mit diesem Video darüber informieren, dass der Schnee wieder in Los Santos reinkommt. Dann hoffe ich natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es ist, dann drückt jetzt immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crymax, und ich bin jetzt mal schlafen. Ciao.